Ja, es ist der HC Lugano, der die Siegesserie vom EHC Biel beendet. Zehn Länder, die geflogen sind. Und heute haben sie eigentlich auf den Boden abgeholt. Und wie ein Team in der Krise, Santeria Latola, haben die heute nicht ausgesehen? Nein. Wir haben darüber geredet vor dem Spiel. Das, was war, war. Wir müssen uns neu finden. Die Winner-Mentalität irgendwie zurückholen. Und einfach alles vergessen, was passiert ist. Und heute haben wir das gut können umsetzen. Und ja, Biel ist sehr hoch im Moment. 10 in Folge, oder? Und wir haben nicht mal können 2 hintereinander können. Also heute ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, ja. Im Moment eben, sind es halt kleine Schritte, die wir machen, aber in die richtige Richtung. Wobei Spieler ist, hat ja eigentlich schon vieles gut ausgesehen. Wir haben gestern auch, aber eben, die Effizienz hat irgendwie gefehlt. Jetzt, heute sind sie reingekommen. Heute sind sie mal reingekommen, ja. Am Schluss gibt es auch, es ist immer ein bisschen mit dem Glück zu, oder? Hast vielleicht das Powerplay, fährt ein Schritt schon, kommt es noch. Oder vielleicht hast du die Glück nicht auf der Seite. Und das haben wir jetzt diese, also haben wir es noch nicht auf unserer Seite gehabt. Und ich hoffe, es kehrt jetzt. Die Pause tut auch gut. Ein wichtiger Sieg jetzt noch vor der Pause, weil ihr noch weiter arbeiten. Wir sind fast wie noch in der Saisonvorbereitung, jetzt auch mit dem neuen Coach, wo ihr alles einspielen müsst. Ja, wir haben viele Sachen geändert. Wir haben die letzten Monate haben wir gutes Hockey gezeigt. Am Schluss haben wir die letzten Drittel Mühe gehabt, sind wir viel zu viel wollen. Sind wir ein bisschen vorgegangen, obwohl wir 2-0 vorne waren oder 3-1 vorne waren. Und das hat am Schluss viel gezahlt. Aber wir werden immer besser. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, zum Sachen anzuschauen. Und ja, gehen wir weiter so. Also die anderen, für die geht es weiter mit der Nazi. Gute Zeit dort. Danke vielmals. Merci vielmals.